Was sagst du zu IOTA gerade? Wie wird es mit dem Short Squeeze weitergehen? Oder ist es deiner Meinung nach keiner? Ach, ich halte nicht viel von Short Squeeze und was weiß ich. Guck dir das an, mein Lieber. Ich habe letztens schon eine Analyse eigentlich gemacht dazu. Im vorletzten Video oder wann war das? Da siehst du auf jeden Fall unsere stabilen Preistargets, diese 13 Dollar, von der gehe ich sehr, sehr schwer aus, dass wir den erreichen. What have we done here? Guck dir das mal an. Dieser Bereich, den haben wir jetzt gerade erst angetestet. Ich gehe mal wieder auf Auto zurück. Wir haben hier starke Resistance gehabt, runterkorrigiert, einmal durchbrochen, wieder Resistance gehabt, kurz hoch, Resistance wieder eingeknickt, sind hoch. Alte Resistance wird neuer Support. Haben hier Support gefunden, hoch, komplett durchgebrochen. Was haben wir jetzt genau an der Stelle? Resistance. Alte Resistance wird neuer Support. Alter Support wird neuer Resistance. Das ist ein Preisbereich, der einfach signifikant ist. Abwarten, Leute. Wir haben hier einen dicken Pump. Schaut euch den Volumen an. Wir haben Volumen verhältnismäßig erst beim letzten Bullrun, bei den letzten All-Time-Highs eigentlich gesehen. Schaut mal, was für dicke Volumen wir hier jetzt sehen. Das ist halt signifikant. Wäre das jetzt ein kleiner Volumen und wir hätten diesen starken Anstieg, es hätte nicht eine große Aussagekraft gehabt. Aber dass wir so ein riesen Volumen haben und einen starken Preisanstieg, heißt, dass da viel, viel Geld reingeflossen ist. Das ist ein signifikanter Anstieg. Bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten, Leute. Wenn wir uns mal angucken und den W-Pattern von hier nehmen und schauen, wohin das ungefähr gehen kann. Dorthin ging der. Das ist eine Inverse Head and Shoulders oder auch ein W-Pattern, wie man es gerne auch sehen mag. Wenn wir vom Tiefpunkt nicht die Fibonaccis ziehen, sondern vom Tiefpunkt gucken, wie weit das hochgegangen ist. Versuchen wir den mal einmal gerade zu halten. Bei mir sind die Linien immer so wie besoffen, meistens ein bisschen schief. Worum bringt uns das? Das bringt uns zu diesen Höhen hier. Kommt stabil rüber. Wenn wir die Fibs einmal hier ziehen, welche Bereiche wären das? Wir wären kurz vorm Golden Ratio. Wir haben jetzt die 50-prozentige Fibonacci Retracements einmal nur angetestet. Ist einfach sehr, sehr interessant, was der Markt macht. Weil das war hier auch die Candle Bodies waren hier auch, wo wir hier Support hatten. Sind die Candlesticks auf die Linie runtergegangen? Die Candle Bodies haben aber direkt bei der 50er abgeschlossen. Und wo haben wir jetzt ein Antesten gehabt? Wir haben die 50-prozentige Fibonacci Retracements hier angetestet und die Candle Bodies aber hier bei der Supportlinie gehabt, wo wir da mit den Candlesticks runtergegangen sind. Es ist einfach interessant, wie der Markt sich entwickelt, Leute. Das Ding wird durch die Decke gehen. Es ist nicht nur IOTA, der diese Bewegung macht. Guckt euch XRP an, guckt euch Stellar an. Guckt, alle machen gerade genau diesen Move, den IOTA hier auch macht. Darum ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ding durch die Decke geht, Leute.